Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Review von Nosgoth. Nosgoth habe ich letztes Jahr im März schon eine Closed Alpha gespielt, Closed Beta gespielt. Und Nosgoth ist ein feines Actionspiel. Ja, quasi ein Shooter, ja, aber in etwas anderer Art. Hier kämpft Mensch gegen Vampir und Vampir gegen Mensch. Standardmäßig habt ihr drei verschiedene Typen zur Auswahl. Jetzt seht ihr die Vampirseite. Die haben alle Spezialfähigkeiten und dasselbe gilt auch für die Menschen. Die haben auch drei Typen standardmäßig zur Auswahl und die haben auch alle verschiedene Spezialfähigkeiten. Hier, Vampir geht von Anspringen über Gift auf den Boden schmeißen, was in einem gewissen Radius halt den Gegner vergiftet. Alles mögliche, verschiedene Chars. Die einen glänzen durch Ansturm, hauen auf den Boden. Die anderen können sich durch die Luft bewegen. Und der Vampir hat einen Vorteil, der kann immer die Wände raufgehen. Ja, warum zeige ich euch das Review? Nosgoth hat endlich Open-Beta-Status erreicht. Auf jeden Fall mal ist jetzt ein Open-Beta-Wochenende. Nosgoth wird Free-to-Play und macht tierisch Fun, muss ich euch sagen. Also, mir hat es immer mal Spaß gemacht, so eine Runde zwischendurch. Nosgoth ist der Hit. So, jetzt seht ihr mal noch eine Spezialfähigkeit vom Vampir. Der kann nämlich seine Gegner, wenn er sie erledigt hat, aussaugen und kriegt dadurch wieder mehr Leben. Ja? Alles in allem rundrum ist das Spiel wirklich gelungen. Es gibt nur Multiplayer, keine Singleplayer-Mission. Ja? Und ja, ich kann nicht sagen, das macht einfach nur Fun. Ist ein schnelles Spiel. Eine Runde dauert, weiß ich nicht, Viertelstunde, 20 Minuten. Kann ich an für sich nur empfehlen. Richtig düster gemacht und vor allem die Musik ist oberaffengeil. Ah, richtig schöne, düstere Atmosphäre. Ah. So, den Link von dem ersten Eindruck habe ich euch unter dem Video gesetzt, falls ihr das sehen wollt. Na, kriegt ihr zum Schluss auch noch eingeblendet. Nosgoth spielt man immer im Team und man sollte auch im Team bleiben. Das heißt, zusammenbleiben ist der Key. Ja? Auseinandergerissen verliert ihr an Stärke. Ja? Ihr seht vorsichtiges Randpirschen, ist möglich. Ihr seht eure eigenen Leute immer durch die Wände. Und wenn die in Action sind, leuchten die rot auf. So. Tja, dieses Match besteht immer aus zwei Runden. Einmal spielt ihr die Vampirhälfte, ja, also eine Runde seid ihr Vampir. Und die nächste Runde seid ihr dann Menschen. Oder umgekehrt. Auf jeden Fall müsst ihr beide Seiten spielen. Wer dann am besten war, hat das Match gewonnen. Ja. Ja, soviel zur kleinen Zusammenfassung und gleich spielen wir mal eine Runde, dann zeige ich euch mal eine komplette Runde als Menschlein. Da, erste Runde verloren, knapp verloren, unser Team, 23 gegen 27, man bekommt Ex. So, hier sind wir jetzt als Jäger am Start, als Menschlein am Start. Der Mensch hat Auswahl zwischen Jäger, Alchemist und Speer und mir gefällt der Alchemist am besten. Der hat einen Granatwerfer, der kann blenden und der kann Feuer auf den Boden schmeißen. Und hier gibt's auch noch Free-to-Play-mäßig, gibt's irgendeine dritte Fähigkeit, Tagesbonus-mäßig. Ihr könnt die dann benutzen für eine gewisse Zeit. Ihr könnt euch über die Ex, die ihr freispielt, könnt ihr euch Gegenstände kaufen. Ob das Game jetzt Pay to Win ist, kann ich noch nicht sagen, ja. Weil da wurde immer wieder dran rumgeschraubt, aber auf jeden Fall macht es Spaß. So, jetzt legen wir mal los. So, da oben ist schon der dicke Tyrann. Dann ist einer, der kommt angerannt und haut auf den Boden wie ein Irrer. Granaten rein. Ich renne nach vorne und hau Feuer auf den Boden. Ja. Clevererweise bin ich selber durchgelatscht. So, und die Menschlein haben auch die Möglichkeit, sich zu heilen. Da habt ihr gesehen, hinten war ein Vampir. Und wenn ihr auf die Minikarte guckt, unten rechts seht ihr da ein Kreuz. Ja, so ein Heilungskreuz. Ihr müsst euch hier in den Altar hinstellen, drückt E, zack. Seht ihr, der kriegt der Munition. Oh. Zwei an der Zahl sind ein bisschen viel. Jo.
Seht ihr, im Team angreifen und als Team zusammenbleiben, sonst gibt's aufs Maul. Ich bin nur 100 Meter weit weggelaufen, um mich zu heilen und hab direkt die Quittung bekommen. Nach dem Respawn sofort wieder hin. Oben steht noch unser Mann, der hat sich noch erfolgreich verteidigt. Der wurde angegriffen, der leuchtet rot. Hat es aber wohl geschafft, jetzt ist er wieder grün. So, und jetzt schön zusammenbleiben. Die Vampire kommen meist von oben, deswegen am besten irgendwas über den Kopf haben. Und er hört die Jungs auch. Da hinten war wohl einer. Nicht zu weit vorsprechen, da ist wieder einer. Jawohl, schön zusammengebombt den Kunden. Oben ist einer hochgekrochen. Aufpassen. Hier ist so eine Blendgranate. Vorsicht. Oben hockt der nächste, da kommt er runter. Feuer. Sehr gut. Noch ein erwischt. Sieht gut aus. Im Moment führt unser Team 9-4. Blendgranate rein. Kriege ich den noch? Oh, der hat Ausweichen angeschmissen. Eine Fähigkeit von dem Vampir. Dann kriegt er weniger Schaden und weicht Schüssen aus. Schnell heilen. Ihr könnt heilen und nachladen gleichzeitig. Da rennt er wieder. Feuer auf dem Boden. Ah, unser Kollege ist durchgerannt. Macht dem aber nichts. Anscheinend macht er nur mir was. Das wusste ich auch noch nicht. Boah, seht ihr? Kommen zu dritt. Oh, ich lebe noch. Aber nicht mehr lange. Glück gehabt, überlebt. Ja. Demnächst ist mitgenommen. Ja, wenn ihr diesen Schrein berührt habt zum Heilen, dann könnt ihr den nicht sofort wieder benutzen. Der braucht eine gewisse Zeit, bis er wieder aufgeladen ist. Das wäre ja sonst zu einfach, sonst könnte man einfach davor parken und dauerhaft wieder E drücken zum Heilen. Ja, das wäre ja dann langweilig. So, Gummi geben, wieder aufschließen zu den anderen. Und ich finde, die Atmosphäre ist auch total geil gemacht. Also dieses düster gehaltene und so. Ist wirklich super. Das ist mal eine andere Art von Shooter. Schön zusammenbleiben. Dann schaffen wir das. Da kommt er. Erste weg. Zweite weg. Wunderbar. Wo ist er? Da hinten. Rums, der hat gut einen gekriegt. Den noch? Nee. Nachladen, nachladen, nachladen. Wir campen hier ganz gut ab, ich weiß. Aber viele andere Möglichkeiten, da kommen wir auch gar nicht raus. Wir müssen halt zusammenbleiben. Da kommt der nächste angesprungen. Der will nur locken. Nicht hinterher. Oder doch, da kommt der nächste. Oh, 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 oh. Komm, den kriege ich dann noch. Jawohl. Da, der wurde umgeschmissen. Das ist so eine Spezialfähigkeit von den Vampiren. Die können mit so einem Sprung, können die euch aus einer ziemlichen Distanz anspringen. Ihr werdet umgeschmissen und die bearbeiten euch eine Zeit lang. Das reicht meist nicht, wenn ihr voll im Leben seid, dass ihr dann den Löffel abgibt. Aber ihr seid sehr gut angeschlagen. Also Vorsicht. Jetzt bin ich hier alleine, will alleine die Stellung halten. Schnell mal ein bisschen aufrücken. Der war kaputt. Der hat sich selbst angebrutzelt. Oben seht ihr den Countdown, genau. Das Spiel ist nach einer gewissen Zeit zu Ende. Ich glaube nach 15 Minuten. Ne, nach 10 Minuten, genau. Und das Match ist vorher beendet, wenn ein Team 30 erreicht hat. Au. Oje. Das sieht schlecht aus. Zu viele. Mist. Habe ich mich trennen lassen? Wir anderen sind noch nicht mal aufgerückt hier zu meiner Position. Eine Frechheit. Haben mich im Stich gelassen. Egal, Flutwille aufrücken. 21-13. Sieht gut aus. Wie gesagt, ist gerade im Open-Beta-Wochenende, ob das Open-Beta-Wochenende verlängert wird, weiß ich nicht, wann der Release ist. Da steht bei Steam,
wird am 21. released. Aber wenn es released wäre, dann wäre dieses Open Beta Wochenende mit doppelter X totaler Blödsinn, ne? Deswegen verstehe ich das nicht ganz. Naja, schön weggeknallt. Der da runter. Geh runter vor euren Kollegen, Sau. Ich bin schon gut angeschmort. Mal rennen. Wo ist der nächste Schrein? Unten auf die Map gucken, da hinten. Wo ist der? Muss hier um die Ecke sein. Wo denn? Wo ist er denn? Verdammt. Da ist er. Ich bin weit weg. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Überlebe ich doch. Glück gehabt. 25 zu 13. Wir führen eindeutig. Und wenn es so weitergeht, haben wir das komplette Ergebnis auch gewonnen. Trotz der ersten Runde verloren. Ja. Komm her, du Sau. Kriegse. Blendet. Hab ihn. Ja, die haben mir nur geholfen. Pass auf, einer von hinten. Weg damit. Noch 3 Kills. Haben wir gewonnen. Ja, Leute. Ich gebe euch jetzt schon mal den Hinweis. Ne? Also, wer Lust hat, unter dem Video ist ein Link zum ersten Eindruck. Mir macht es jede Menge Fun. Guckt es euch an auf Steam. Mir macht es echt viel Spaß. Ab und zu so eine Runde Nosgoth ist echt geil. Geile Grafik und ich finde die Grafik wirklich gut. Ja. Und die Atmosphäre ist unschlagbar. Und vor allen Dingen der Sound. Die Musik finde ich so geil. Wo sind sie? Sehe keinen. Unten um die Ecke. Unten drinne. Ja, unten drinne. Jawohl. Das ist der Sieg. Okay, Leute. Das war's. Gewonnen. Sieht gut aus. Na, oh, dritter Platz. Naja, könnte besser sein. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss.